herzlich willkommen zu einem neuen Spiel The Room. Es handelt sich hierbei um ein richtig kniffliges Spiel und zwar muss man Rätsel lösen. Ja, und wir fangen am besten einfach mal an. Ihr werdet es gleich sehen. Ich werde jetzt noch, also ich muss dazu sagen, die erste Kiste hier, diese, die hatte ich schon gemacht, als ich weiß, was ich machen muss. Die zweite Kiste hat der Leon bereits schon fertig gemacht, aber ich noch nicht. So, es geht folgendes, es sind hier immer wieder irgendwelche Dinge und da gibt es Rätsel und da müssen wir praktisch herausfinden und alles mögliche ausprobieren, wie was funktioniert, sämtliche Türen öffnen und so weiter und so weiter. Aber ihr werdet das jetzt gleich sehen hier in dem Tutorial und wir fangen jetzt einfach mal an. Ziehen wir mal das Ding raus und fangen mal an. Also, du bist hergekommen. Ich wusste, dass deine Neugier siegen würde. Die Antworten, die du suchst, befinden sich in dieser Kiste. Und etwas anderes auch. Etwas, von dem behauptet wurde, es könnte niemals gebaut werden. Nur dieses eine Exemplar existiert. Und er ist. Und es ist der Schlüssel zu unfassbarer Macht. Dieser Tresor soll es dem Zugriff von Kleingeistern entziehen. Du wirst seine Geheimnisse zweifelsohne lösen können. Du warst seit jeher der Klügere. Mit dem beiliegenden Schlüssel erhältst du mein Abschiedsgeschenk. Dieses Okular solltest du stets bei dir tragen. Ohne es bist du ebenso blind wie alle anderen. Gezeichnet wie AS. So, also wir sollen den Schlüssel nehmen. Haben wir. Kein Problem. So, jetzt müssen wir das Ding da rumdrehen. Na. So, wir nehmen den Schlüssel. Machen da auf. Och, geht doch auf, du blödes Ding. So, wir nehmen das Okular. Was das ist, werdet ihr dann gleich noch sehen. Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du mich drängst, sterbe ich. So, das ist also das erste Rätsel. So. Gut. Also, dann fangen wir mal an. Und zwar, ihr seht hier zum Beispiel. Hier kann man rüber und dann sehen wir hier ein eher sehr seltsames Schlüsselloch. Da müssen wir also praktisch den Schlüssel dafür finden. So, hier brauchen wir ebenfalls eine Schraube für dieses kleine Ding hier. Da weiß ich jetzt noch gar nicht. Da war nichts, ne. Da ist auch wieder ein Schloss. Da brauchen wir ebenfalls einen Schlüssel. So. Jetzt kann man hier natürlich erst einmal unseren Schlüssel holen. Also ihr seht, es ist ziemlich gehässig, das Spiel. Also man muss wirklich mit dem Unmöglichsten drücken. Also Wahnsinn. So. Den können wir jetzt natürlich einstellen. So, wenn wir den Schlüssel von hinten angucken, dann sehen wir hier diese Form. Und zwar dieses Art Labyrinth, sag ich jetzt immer. Und das kann eigentlich nur hier reingehören. So. Eine gravierende Metallplatte. Es scheint, als ließe sich das Ende als Schraubenschlüssel verwenden. Hm? So, wir haben ja gesagt, wir brauchen da was. Dann gehen wir gleich nochmal daher. Machen wir das Ding mal auf. Und wir bekommen eine Linse, die hier an der Klinge befestigt. Und wenn wir dieses Okular jetzt anschauen, dann werdet ihr sehen, hier. Thank you.
Hinweise, was man so nicht gesehen hat. So, das Ding ist ja offen. Da haben wir die Linse raus und ich glaube, wir müssen jetzt erst einmal unseren Schlüssel nehmen. So, gut. Jetzt drehen wir natürlich unseren Schlüssel und tun den da rein, ist der klar. So, jetzt geht hier eine Platte auf. Und jetzt heißt's wieder. Ach so, ja, okay. Ihr seht hier, man sieht gar nichts. Jetzt nehmen wir dieses Ding hier. Und jetzt auf einmal sehen wir was. Also das in der Mitte passt. Das kann man nicht drehen. Die anderen Dinger können wir drehen, je nachdem, wie wir Lust und Laune haben. So, der Trick an der Sache ist, man muss von innen nach außen. So, jetzt ist natürlich nur die Frage. Das ist jetzt natürlich ein Rätselding, wo man halt einmal... Geilo! So, die Tür geht auf. Ich glaube, das war schon das erste. Sieh mal einer an. Das sollte ich rausholen und mir genauer anschauen. So, Kapitel 1 ist abgeschlossen. So, jetzt kommen wir natürlich zur Sache. Ich habe es nur mal gesehen, wie es alles aussieht. Aber was man machen muss, habe ich keine Ahnung. So, okay. Wir haben drei Schlüssel. Drei Siegel verwehren mir den Zugriff auf den Inhalt dieser Kiste. Okay. Da kann man nichts machen. Okay. Da kann man auch nichts drücken. Okay, hier haben wir ein paar Buchstaben. C-O-W-L und einer fehlt. Und ein Schlüssel. Okay. Was ist das? Oh, da kann man hin. Oh, geil. Ist ja klasse. Ist ja der Wahnsinn. So, was ist das? Ah ja, okay. Sieht aus wie ein Miniaturfernrohr. Okay. Kein Problem, nehmen wir gerne. Warte mal, das kann man sich ja angucken. Oh. Aha, okay. Aha, okay. Aha. Okay, ist ein Handtuch. Also das hätten wir schon mal. So, wir schauen uns mal weiter um. Was ist das? Oh. Da ist ein Zeichen. Rechts. Komische eingeritzte Dinger sind, dann könnte man doch vielleicht noch mal. Oh, ich sehe gerade was. Guck mal, da unten. Ein kleines Stück Baumwoll. Es riecht nach Petroleum. Mhm. Kann man sich das angucken? Aus wie so ein Zündding für eine Kerze oder irgend so ein Scheiß. Oh, 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 ich sehe was, ich sehe was. Links oben dieses runde Ding mit den zwei Strichen, okay. Stellen wir das gleich ein. Links oben
gehört. Jetzt könnte man natürlich hergehen und könnte hier eigentlich so lange probieren, bis es irgendwann was passiert, aber oh! Was war das? Ist ja geil! Okay, ist in Ordnung. Ein altes ledergebundenes Buch. Der Buchdeckel wirkt sehr verziert. Okay. Schauen wir uns mal an. Guck mal, ein Schlüssel! 11. Februar! Meine Forschungen kommen nur langsam voran. Mit diesen stümperhaften Geräten kann ich kaum etwas erkennen. Aber das ist etwas. Zwischen Erde und Feuer, zwischen Wasser und Luft. Sehen kann ich es nicht, aber ich erkenne, dass es da ist. Wie der Schatten eines Objekts ohne Materie, der doch Gestalt und Form des Objektes verrät, das ihn wirft. Es ist das letzte Element, das Null-Element. Es verleiht allem anderen Inhalt, so wie alle Zahlen der Welt bedeutungslos wären, wenn es keine Null gäbe. Die Gesellschaft besteht aus kleinlichen Narren, verblendet von dunklen Künsten und Gier. Alchemie ist nicht die Jagd nach purem Gold, sondern die Jagd hiernach. So, woanders Ding kann ich nehmen? Ein Schlüssel scheint, als wäre er zum Aufziehen eines Uhrwerks. Okay. Aha. Oh, was sehen meine Augen? Rechts oben dieses komische Labyrinth-Ding da. Machen wir gleich mal. Wo ist es? So, und da müssen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr gucken. Wir müssen eigentlich nur noch genau das, meinte ich. Ein schwerer gusseiserner Schlüssel. Okay. Also das hätten wir mal. Ich glaube nicht, dass der da reingeht, oder? Also das haben wir ja. Das geht definitiv nicht. Mal gucken mal, ob man da irgendwie was machen kann. Da nützt man ja gar nichts. Vielleicht geht dieses kleine Ding hier da rein. Hm? Geht nicht. Schweinerei. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's hier weiter? Nehmen wir einfach mal dieses Gerät hier und gucken mal. Oh, was ist das? Gibt es Zahlen? 2, 7. 5. Also was war das oben? 2, 7, 5. Was ist da unten? Wie?
6 gibt es. Ja, genau. Also da war es 2, 5, 6, 7. War da nicht irgendwo ein Zahlenschluss? Ja, das ist ein Ding. Ja, genau. Also 2. Schauen wir uns mal an. Es riecht verbrannt. Was ist das? Da kann man drehen. Okay, ich verstehe. Cool, Mann! Das ist ja geil. Was ist das? Ist ja geil. Ich muss diesen Apparat zum Laufen bringen, sonst finde ich nichts heraus. Kann man nichts machen? Mal durchgucken oder irgend sowas. Ach, was ist denn das? Okay. Und dann nehme ich was von dem Zahnrad oder Uhrwerk? Geht auf die Kuh. Ah! Wo liegt doch. Ich habe den Eindruck, als hätte ich noch nicht alles gesehen, ob ich mit dem Okular wohl etwas erkennen kann. So, dann machen wir es halt im Loch. Trial. Okay. Da war doch... Ach, komm, Alter. Ja, aber bevor wir jetzt mal weitermachen, mache ich jetzt hier einen Cut rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wissen wollt, was für geile Rätsel hier noch alles auf mich zukommt, dann bleibt dran und schaut weiter. Es geht sofort weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.